Meine liebste Schwester. Wenn Großmutter wüsste, dass ich noch immer nicht schlafe, wäre sie sehr ärgerlich. Ich bin aber noch viel zu aufgeregt und bekomme kein Auge. Demnächst werde ich mich verloben. Mein künftiger Gemahl hat zwar noch nicht um meine Hand angehalten, aber ich weiß ganz genau, dass ich diesen Mann heiraten werde. Du hast bestimmt noch nie einen attraktiven. Falls ich in der Zwischenzeit Vaters Segen erhalten sollte, wäre es ebenfalls sinnvoll, dass du bei Zeiten eintriffst, da ich dich bei meiner Hochzeit als Brautjungfer an meiner Seite wissen möchte. Komm bitte bald. Fühle dich umarmt und geliebt von deiner Livy. Das Antlitz des Herrn auf dem Sitz gegenüber spiegelte sich im Abteilfenster. Ein kantiges, scharf geschnittenes Gesicht mit Lachfältchen an den blauen Augen und einem weichen Mund, der von dem dunklen Schnauzbart halb verdeckt wurde. Das braune Haar fiel dem Unbekannten in die Stirn, als er sich wieder über die aufgeschlagene Zeitung neigte. Was für ein attraktiver Mann, dachte Nele. Das Haus Nummer 12 war in einem ähnlichen Stil erbaut wie die Nachbarvillen. Eine Freitreppe führte vom Hochparterre in den Garten. Obwohl es in Glückstadt einige ansehnliche Adelshöfe gab, erschien Clara der Wohnsitz von Viktor Dornhain weitaus prächtiger als diese. Das Gebäude erinnerte sie an die Schlösser in Preußen, die Clara bisher nur von Fotografien kannte.